Die Graz 99 S haben am Freitagabend im Topspiel der Erste Bank Eishockeyliga EBEL einen hochverdienten 3:0-Sieg über Tabellenführer Vienna Capitals gefeiert. Für die Gäste aus Wien, die ihre ersten 12 EBEL-Partien allesamt gewonnen hatten, war es die bereits vierte Niederlage aus Wien. Damit liegen die Caps nur noch einen Zähler vor den Grazern, die auch im siebenten Heimspiel siegten. Österreichs Meister Red Bull Salzburg verlor im Parallelspiel der 16. Runde in Klagenfurt knapp, aber verdient 1:2. Damit riss die Erfolgsserie der Bullen von zuletzt 5 Siegen. Der KAC punktete zum 7. Mal en suite 5 Siege. Nachzügler VSV steht dagegen nach dem 1:5-Debakel in Zagreb als einziges EBEL-Team weiter ohne Auswärtspunkt da. In Graz sorgten 4088 Zuschauer im fast ausverkauften Eisstadion für eine großartige Stimmung. Die 99 S dominierten die Partie von Beginn weg, doch Caps-Goalie Jean-Philippe Lamoureux war fast 27 Minuten lang nicht zu bezwingen. Dann musste er aber binnen 123 Sekunden gleich zweimal die Scheibe aus dem Netz fischen. Colton Jarrett Yellowhorn 27. und Curtis Hamilton 29. PP-Runde Klammer sorgten für die überfällige 2:0-Führung. Und Yellowhorn erhöhte knapp 4 Minuten später auf 3:0, womit die Partie entschieden war. Erstmals seit 17. November des Vorjahres blieben die Caps ohne Tor. In Klagenfurt erlebten 4051 Fans eine temporeiche Partie, in der die Gastgeber zwar klar tonangebend waren, aber viele Möglichkeiten ausließen bzw. am starken Goalie Steffen Michalek scheiterten. Salzburg war da viel effizienter, denn Peter Hochkofler verwertete gleich die erste Top-Chance, 14. Thomas Koch, 25. erzielte im Mitteldrittel das verdiente 1:1. Und als es schon nach Verlängerung in der Stadthalle roch, traf Verteidiger Adam Komri 156 Sekunden vor der Schlusssirene zum umjubelten 2:1-Sieg für den KAC 58. In Zagreb schöpften die Villacher nach dem Anschluss davon Jamie Fraser, 15. zum 1:2 Hoffnung. Doch spätestens nach dem 4:1 der Gastgeber in der 30. Minute war die 11. VSV-Saisonniederlage und 7. Auswärtssieg besiegelt. Die Adler aus Kärnten machten sich erneut durch zu viele Strafen das Leben selbst schwer, mit insgesamt 17 Strafminuten hielten sie ihren Schnitt von fast einem gesamten Drittel in der Kühlbox. Kroatischen Gastgeber erzielten ihre ersten beiden Tore in Überzahl. Mehr Beißbox, Rekord. Montreal schießt 2 Tore in 2 Sekunden, Anna Ivanovic greift wieder zum Schläger, auf dem Eis, Vienna Capitals kassieren nächste Niederlage.